Nee, das ist tatsächlich nur schwarz. Das kann doch nicht wahr sein. Tatsächlich, es ist eine Wand. Na gut. Dann ist es halt eine Wand. Okay, gucken, wo ich hier auskomme. Eine Höhle, okay. Wo? Du bist ja gleich aus dem Eingang. Genau da! Einmal rumhüpfen, weil es stylischer ist. So, tschüss. Sack. Moment. Dann können wir auf jeden Fall hoch. Gucken wir erstmal raus oder hier rein. Oder was auch immer. Hier kommen wir auch hoch. Das Schöne ist auf jeden Fall, dass wir die Raptoren hören, wenn sie kommen. Das ist ja, glaube ich, bei den Wölfen nicht so. Wieder so eine Aussichtsplattform hier, oder was ist das hier? Schwachfug, echt. Ah, okay. Warum zeichnet die sich eigentlich nicht eine Karte oder so? Weil es vielleicht sinnvoll wäre, stimmt. Okay, ich dachte schon, ich falle jetzt 700 Kilometer tief. Na gut, dann gehen wir da mal hoch. Hoffentlich bringt uns das ein bisschen weiter. Ich hätte jetzt echt mal wieder Bock, ein Medipack zu finden. Das wäre ziemlich cool. Ich will immer Medikit sagen. Gibt's hier diesen Begriff überhaupt noch? So. Bring. Ist wirklich ein Geheimnis? Lichter. Zahnrad. Oh, super. Okay, wir haben eins schon mal gefunden. Hervorragend. Hat sich gelohnt, hier hochzugehen, auf jeden Fall. Okay, komm schon. Und hoho, fups. Da darfst du fallen. Da darfst du rutschen. Komm, wir vertrauen der Lara mal. Das hält sie aus. Sogar ohne Schaden. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, wir schwimmen doch lieber zurück. Nein. Komm, mach. Flusch. Genau, Flusch ist der offizielle Begriff. Ich gucke gerade nur noch mal unter Wasser, weil hier kann ja auch immer mal gerne mal ein Schalter sein. Hervorragend, ey. Ich bin gerade so glücklich, dass ich diesen scheiß T-Rex schon kaputt gemacht habe, ey. Also schon, hehe. Oder dass ich vor allem nur einmal gestorben bin. Ich habe beim ersten Mal, glaube ich, 700 Mal gestorben, mindestens. Ich dachte, ich habe es heute mit der 700, ne? So ein Wasserfall wieder mal. Ah, keine Ahnung. Ich glaube, das gehörte zur anderen Höhle dazu. Da ist noch einer. Sehr gut. Oh, ist noch einer! Das wäre was zum Einsammeln gewesen. Fuck. Okay, okay, okay. Ich hab verstanden. Alter, ist das hier ein Level? Oh. Ist das ein Level? Und kein verschissenes Item, ey. Das ist echt mies. So, okay. Dann haben wir hier diesen lustigen Bau. Ich glaube, es kann natürlich durchaus sein, dass wir hier vielleicht so in einer Art von, ja, so in der Mitte des Levels quasi gestartet sind. Und jetzt halt in jeweils eine Richtung gehen müssen. Und das hier eventuell der richtige erste Weg ist. Aber die ganze Texturenmatsch auf dem Boden, da sieht man auch oftmals keine, also die Items nicht so gut. Und hier ist auch nichts. Ne, okay. Aber Moment. Nee. Warum ich habe noch keinen Speicherpunkt, Mann? So ein Kack. Das ist doof. Ich gehe erstmal noch mal da links rein. Es kann sein, dass ich da schon mal war, irgendwie. Weil es auch irgendwie mit der Höhle verbunden ist, wo ich schon mal drin war.
Aber probieren geht über Studieren und hier ist schon wieder nichts, ey. Wofür erforsche ich die ganzen Ecken? Ich finde es übrigens interessant. Moment, fuck. Ich möchte gern einmal auf Laras Brüste gehen. Spiel. Aber ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden. Ja. Ah! Weil ich finde das interessant. Erstmal hat sie einen trainierten Bauch, so wie es aussieht. Und irgendwie sollen bei den Brüsten Rundungen dargestellt worden sein, die aber sehr, sehr spitz zulaufen. Ja. Nur ich finde diese angedeuteten Rundungen in Form von Schattentexturen irgendwie schon ein bisschen niedlich, doch. Ach, mein Gott, ey, das Spiel ist fast 20 Jahre alt. Muss man sich mal reintun, ey. Okay. Aha. Geile Ahnung. Ich weiß, vielleicht sollte man mal hingucken, wo man sich gerade hinbewegt. Ein Speicherpunkt. Dankeschön. Ich glaube, es führt mich wieder zurück. Oder? Nee. Brücke. Ja, natürlich nehme ich einen Speicherpunkt gerne an. Liebend gerne. Jawohl, überschreiben, bitte. Das finde ich viel besser als so ein scheiß Medipack, ey. Moment, oh. Habe ich da gerade richtig gesehen? Nein, habe ich nicht. Mysteriöse Musik. Schaffe ich den Sprung? Von Brücke zu Brücke? Ich weiß nicht, ob man den schaffen kann. Keine Ahnung. Oh ne, war doch, glaube ich, richtig, oder? Ja, genau. Spielladen, genau. Ich habe das Gefühl, als könnte man das schaffen. Ganz ehrlich. Das verlorene Tal, da sind wir jetzt. Okay, alles klar. Ich finde es aber schön, dass man hier jedes Level laden kann. Also, dass man sich jetzt echt aussuchen kann. Ich glaube, ich wäre auch verführt dazu, doch alle Secrets zu holen, wenn in den Leveln, wo ich alle Secrets habe, irgendwie so daneben so ein Sternchen wäre. Einfach nur, um zu sagen, guck mal, ich habe alles voller Sternchen. Pata, pata, pata. Bin ich nicht ein toller Hengst? Ach, Lara. Stell dich mal nicht so an. Aber auch überraschend kurze Ladezeiten für so ein altes Spiel, muss ich sagen. Weil, okay, 96 ist jetzt nicht mehr das Beginn vor allem des CD-Zeitalters. Aber es steckt hier definitiv noch in den Kinderschuhen. Und da war es eigentlich üblich. Also da musste man. Ich bin zurückgegangen. Ach, Dennis. Aber okay, da kann ich jetzt erstmal nämlich hier reingehen. Weil es interessiert mich auch nicht gerade wenig, was da drin ist. Hui. Ja, Punkt. Nein, das war eigentlich. Erst ab dann gab es eigentlich erst Ladezeiten. So auf dem PC auch schon mal. Klar, je nachdem, wie gut der PC war. Aber so Nintendo-mäßig oder so. Also gerade so alle Cartridge-basierten Sachen. Da gab es ja wenige, aber größtenteils gar keine Ladezeiten. Okay, noch ein Sprungpunkt. Muss ich das jetzt verstehen? Ja gut, komm, wir gehen noch zurück zur Brücke. Verdammt, ey. Nerf. Kennt noch jemand diese Nerf-Pistolen? Die fand ich früher immer sehr interessant. Also das war ja auch irgendwelche Druckluftknarren, die Styroporteile verschossen haben. Ich hatte leider nie eins besessen. Ist hier gerade ein Mücke an meinem Ohr vorbeigeflogen. So, okay. Heuer! Ach komm. Wegen diesem kleinen Vorsprung oder was? Ob ich da einfach so durchlaufen kann? Ja, tatsächlich, ohne Energie zu verlieren. Okay. Brücke. Scheiße, ey, man schafft das. Ich bin mal. Aber ich bin eigentlich schon gerade ziemlich am Ende gesprungen. Oder aber. Ich weiß es nicht. Ich muss vielleicht genau gerade sein. Hast du dich begradigt? Okay. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Die Energie dafür ist mir einfach zu schade, wenn ich die dadurch verliere. Okay, das schaffe ich auf keinen Fall. Ich gehe einfach spaßhalber nochmal hier rein, mal nur aus Forschungszwecken.
Vielleicht komme ich da irgendwie hoch. Glaube ich eigentlich auch nicht. Na, das sieht alles sehr zu aus nach oben hin. Sehr schade, sehr schade. Aber wobei. Jetzt bin ich da links, irgendwie so da links. Okay, jetzt geht's wieder runter. Ja, hier war ich schon mal. Ich hab mir schon fast gedacht. Fuck it, ey. Scheiße. Ah, ich will da oben hin. Ich will zur Brücke. Ernsthaft. Das Problem ist nur, ich weiß aber nicht, ob man den Sprung schaffen kann. Das ist echt ärgerlich. Aber warum ist die Brücke eigentlich kaputt? Wer hat die Brücke so zugerichtet? Ist ja schon ein weiter Sprung. Muss ich ja schon sagen. Ah, oder aber... Moment. Man kann in diesem komischen Tempel vielleicht schwimmen. Und, was mache ich denn da überhaupt? Und man taucht auf der anderen Seite der Brücke wieder auf. Das kann natürlich auch gut sein. Ja gut, dann gehen wir erstmal in den Tempel geradeaus. Es ist jetzt gerade leider viel Rumprobiererei. Es tut mir leid. Aber es wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Achso, andersrum. Nein, doch andersrum. Wir wollen jetzt doch wieder zurück. Ich weiß nicht. Also das sieht sehr knapp aus mit dem Sprung. Ihr könnt mir gerne sagen, ob man den schaffen kann. Ich habe mich zumindest jetzt nicht... ich bin schon immer am letzten möglichen Schritt abgesprungen. Aber ihr kennt euch da besser aus. Da bin ich mir sicher. Ich habe bisher noch nichts gespielt, wo ich mich besser auskenne als alle anderen auf der Welt. Was? Das heißt, deine Videos werden von der ganzen Welt geguckt? Nein. Natürlich nicht. Aber immer noch kein Medipack und gar nichts, ey. Das finde ich ja schon ein bisschen traurig. Ah, komm, wir versuchen es mal. Also wenn nach rechts was abgeht, das wäre schon ziemlich cool. Mhm. Oh. Hier ist schon das zweite Zahnrad. Gerade sagen, kannst du das nicht aufheben, weil du unter Wasser bist, oder was? Schau mal, ob es links auch noch weitergeht. Bäh. Aber wofür ist denn die andere Seite der Brücke da? Ist ja bestimmt nicht nur Dekoration. Vor allem da oben ist ja auch so ein Tempel oder so irgendwas in der Art. Okay, gut. Dann gehen wir erstmal zurück und ballern da erstmal schön die beiden Zahnräder rein. Ich muss den Weg nur nochmal finden. Aber es war im Endeffekt eigentlich nur da, wo ich so rumgehüpft bin. Lustig, übers Wasser hinweg. Ich hoffe, wenn ich bespringe, bin ich, glaube ich, ein Stück schneller. Oder? Oder kommt mir das nur so vor? Wegen der unfassbar schnellen Kamerafahrt. Es ist zu weit, es ist zu weit. Eindeutig. Okay, ich habe gerade kurz Panik bekommen. Aber ich glaube, ich habe wieder diesen Moment gefunden, wo die Musik getriggert wird. Also keine Panik auf der Titanic, alles ist gut. Hoi! Nein, nicht stylisch umherhüpfen. Ach komm. Ja gut, dann nehmen wir den langen Weg, ist ja okay. Ha. So, und da kommst du auch. Da kommst du schon auch direkt hoch, ne? Ach, du bist doch kacke. Oh, vielleicht ganz in der Ecke hier so. Ja, so, vielleicht. Tatsächlich. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich frage mich nur, warum bei dem einen noch ein Speicherpunkt war, weil ich will mir den eigentlich lieber aufsparen. Da ich nicht weiß, ob wir hier nochmal hin müssen. Oh nein! Knacks. Ich habe echt... Was? Ich habe Energie verloren dadurch? Ich bin doch schon von deutlich höheren Abgründen runtergefallen. Und da ist nichts passiert. Aber ich gehe erstmal nochmal nach der anderen Seite. Quetsch ich durch. Danke. So. Da war ja, glaube ich, nur diese eine Höhle. Vielleicht. Ja, genau so. Lustige Höhle, dessen
Existenzberechtigung, wo ich mir noch nicht bewusst bin. Komm schon. Mach's kalt, mach's kalt, mach's kalt, mach's kalt, mach's kalt. So. Kaputt. Alles kaputt. Ich sehe hier keinen Schalter und gar nichts, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass hier einfach nichts ist. Naja, okay. Dann ist es halt so. Ah, Hauptsache, wir haben die Gegner kaputt gemacht. Besser für die Statistik. Sehr gut. So, okay, jetzt erstmal wieder ein bisschen orientieren. kann ein bisschen dauern. Och, Lara. Okay. Wir kamen von da oben. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Na gut. Gehen wir ein bisschen schwimmen. Okay, da darf ich nicht lang. Er erlaubt es mir nicht. Der Spiel. Also muss es hier doch irgendwo lang gehen. Jetzt bin ich noch verwirrter als vorher. Bin ich denn da lang gekommen? Ah, da geht's hoch, so wie es aussieht. Zumindest hoffe ich das einfach mal, aber da rutsche ich runter. Fuck it. Die will ja nicht mal so hochklettern. Da ist so zimperlich, ey. Unter Wasser geht's auch nirgends weiter. Komm schon, schwimm, Frau, schwimm! Ist auf dieser Plattform vielleicht. Ah! Der Wasserfall drückt mich runter! Ich will nur wissen, ob da auf der einen Plattform irgendwas drauf ist, die sich direkt in dem Wasserfall befindet. Nämlich genau. Nein! Oh, ey, immer die mit ihrem verfickten Ausfallschritt am Ende, ne? Das ist echt ätzend. So. Das sieht sogar aus, als wäre da was drauf. Es ist doch nicht. Es war nur die Wand. Es war nur die Wand. Ja gut, dann rennen wir mal zurück. Ist, glaube ich, das Beste und glaube ich auch das einzige Richtige.